Gut, dann begrüße ich euch zu der heutigen Stunde, ihr zwei. Wie gesagt, wir machen heute alles mit dem Stab, also ihr braucht nichts weiteres. Steffi ist heute meine Assistentin, die macht mit mir heute das Training. Und wir fangen an mit einem Warm-up. Ihr dürft euch einen angenehmen Stand einnehmen. Wir fangen oben beim Hals an, wir schauen unten durch, links und rechts. Gut, gehen vorne durch. Gut, dann im Wechsel die Schulter gegen Hinterkreise schön weit aufziehen. Ja, aber ich kann sie bis jetzt immer ohne Musik. Ja. Gut, nehmen die Ellbogen dazu. Und dann den ganzen Arm. Gut, dann halten oben an, geht ein Arm nach vorne und der andere geht nach hinten. Ein bisschen etwas Koordinatives schon mal zum Starten. Gut, halten oben wieder an und gehen wieder zurück. Also Seite wechseln. Gut, lösen. Nehmen die Hände oben zur Brust, den Oberkörper rotieren und die Hüfte zeigt immer schön gegen vorne. Die dreht nicht mit. Macht es schön langsam und kontrolliert. Cool. Wie wir lösen, kommen wir schon zum Hüftgelenk. Wir nehmen das Bein vorne auf, drehen es ausdrehen, hinten leicht tippen. Und können wir wieder führen. Schön weit aufziehen und schön weit ausdrehen. Gut, die Seite wechseln. Braucht ein bisschen Balance. Gut, nehmen wir lösen, können wir schon mal den Stab nehmen für unser Warm-up. Und zwar dürfen wir den Stab vorne aufstellen, mit einer Hand heben, gehen wir auf die eine Seite, gehen tief, Stock lockieren, kommen wir wieder zurück, fallen und wieder über. Sehr gut. Schön tief gehen und der Oberkörper bleibt schön aufrecht. Und immer kurze Zeit lockieren und dann auffangen. Gut, kommen wir wieder zurück. Next. Schauen, dass ihr genug Platz habt. Machen jetzt auch eine Reaktion. Und zwar heben wir den kurz heben und dann drehen wir ihn und probieren ihn zu fangen. Einmal in die eine Richtung. Und dann in die andere, immer abwechslungsweise. Genau, dass es so ein bisschen auf den Zack kommt. Und wenn möglich, sollte man nicht runterfallen. Gut, jede Seite noch einmal. Und dann dürfen wir aufhören. Ich werde hier noch fast erschlagen. Gut, also, heutige Stunde ist ein bisschen anders aufgebaut als sonst. Wir machen immer 3 Übungen, nacheinander 45 Sekunden und das 3-mal. Also kommen wir insgesamt 3 Übungen, dann fangen wir wieder vorne an, nochmal und dann gehen wir zum nächsten Block. Ist das verständlich gewesen?
Ja, okay, tipptopp. Also, erste Übung, die wir haben, sind Squats. Wir nehmen Stab über den Kopf. Breite. Schauen einfach, dass es ein bisschen mehr als Schulterbreit ist. Und dann gehen wir tief. Und wir gehen so tief, wie wir die Arme immer können gestreckt halten können. Also schauen, dass der Oberkörper immer schön aufrecht bleibt. Gut, das machen wir 45 Sekunden lang. Und wir starten in 3, 2, 1 und los. Wirklich schön strecken über dem Kopf. Sehr gut. Arm bleiben gestreckt. Ja, ich höre es. Schön dranbleiben. Wir haben noch 10 Sekunden. Und noch 3, 2, 1. Und lösen. Nächste Übung sind Lunges im Wechsel. Wir haben den Stock vorne, gehen einen Schritt führen, rotieren, kommen wieder zurück, Bein wechseln, rotieren und wieder zurück. Schön kontrolliert und eures Tempo. Wir starten in 3, 2, 1 und los. Wir tun immer dort rotieren, wo das Bein vorne ist. Braucht ein bisschen Stabilisation. Muss nicht schnell sein. Auch hier noch 10 Sekunden. Und noch 3, 2, 1 und lösen. Gut. Die letzte Übung von unserem Dreierblock ist immer eine Herz-Kreislauf-Übung. Und dort legen wir den Stock am Boden. Wir machen Folgendes. Wir kumpeln drüber, machen 4 langsame, das heisst so Skates. Wir gehen tief, den stabilisieren. 4-mal. Und dann haben wir 4 kleine. Nach diesen 4 kleinen sind wieder 4 langsame und grosse Sprünge angesagt. Habt ihr das verstanden? Ja. Gut. Tipptopp. Also, machen wir uns bereit. Wir starten in 3, 2, 1 und los. Schön tief gehen. Und dann viel schneller. Und wieder langsam. Schön abspringen. Probiert den Punkt zu fixieren. Dann geht es ein bisschen einfacher mit Balance. Sehr gut, noch dran bleiben wir noch 15 Sekunden. Und noch 3, 2, 1 und lösen. Gut. Hosepause. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Wieder mit den Squats. Gut schnaufen. Ist alles klar bei euch? Übungen? Alles sehr gut. Tipptopp. Gut, machen wir weiter mit dem zweiten Durchgang. 45 Sekunden. Squats. Wir starten in 3, 2, 1 und go.
Arm sind gestreckt. Wir gehen so tief, dass wir den Arm können oben behalten. Gut schnaufen. Wir haben noch 10 Sekunden. Oberkörper wieder schön aufrichten. Noch 3, 2, 1. Und lösen. Wir gehen über zu den Ausfallschritt. Wir starten in 3, 2, 1. Und go. Schauen, dass es schön kontrolliert machen. Das Rotieren hier oben. Nicht schnell. Dranbleiben, wir haben noch 20 Sekunden. Sehr gut, sieht sehr gut aus. Weiter so. Genau. Tipptopp. Und wir haben die letzten 3, 2, 1 und lösen. Dürfen den Stab wieder auf den Boden legen. Und machen uns schon wieder parat. Wir starten in 3, 2, 1 und go. Schön tief gehen. Möglichst große Sprünge machen. Und dann vier kleine und schnelle. Wirklich probieren, explosiv abzukumpen. Und wenn ihr landet, vor allem bei den langsamen, probieren zu stabilisieren. Jawohl. Sehr gut. Daran denken, den Oberkörper schön aufrecht zu halten. Und wir haben hier noch 15 Sekunden. Und noch 3, 2, 1 und Pause. Etwas trinken. Kann sein, dass ihr ein bisschen aus Atem kommt. Wir haben schon den letzten Durchgang von unseren ersten 3 Übungen. Ist noch fit, Steffi? Ja, Steffi ist noch fit. Ich hoffe, ihr auch. Alles noch Paletti. Nehmen wir den Stock wieder rauf. Letzte 45 Sekunden Squats. In 3, 2, 1 und go. Wir gehen tief und wieder hoch. Arme sind gestreckt. Und der Oberkörper ist schön aufrecht. Brustbein ist gelüpft. Schön dranbleiben. 30 Sekunden noch. Genau, die Arme sind gestreckt, sehr gut. Und möglichst über dem Kopf. Wir haben noch 10 Sekunden, dranbleiben, kommt. Und die letzten 3, 2, 1 und Pause. Nächstes. Lunges. Wir starten in 3, 2, 1 und los. Denkt daran, wir rotieren dort durch, wo das Bein vorne ist. Die Arme sind leicht unterhalb vom Schultergelenk. Sehr gut. Da bleiben. Oberkörper bleibt aufrecht. Wir haben noch 10 Sekunden.
Und noch 3, 2, 1 und lösen. Gut. Als letztes Mal unsere Sprünge. Und mit den Starten. In 3, 2, 1 und los. Wirklich probieren, hoch abzuspringen. Vor allem bitte langsam. Sehr gut dranbleiben. Wir haben noch 10 Sekunden. Und noch 3, 2, 1. Und lösen. Sehr gut. Gut, etwas trinken. Verschnaufen. Wir kommen zum nächsten Durchgang. Jetzt haben die Beine zuerst einmal ein bisschen Pause. Wir kommen zum Oberkörper. Und zwar erste Übung. Wir tun die Hand vor dem Stab platzieren. Liegestützposition. Wir schauen, dass das Handgelenk unter dem Schultergelenk ist. Gehen hoch, machen einen Liegestütz. Gehen mit der Hand vor den Stab bzw. hinter den Stab. Liegestütz. Wenn das nicht geht, gehen wir auf die Knie, schieben uns hoch, kommen wieder in Stützposition, laufen wieder zurück. Und gehen wieder tief. Das macht ihr so lange, wie ihr mögt. Wenn ihr nicht mögt, dann tun einfach immer vor und hinter den Stab verschieben, ohne Liegestütz. Das heisst eigentlich nur noch Stützposition halten. Ist das verständlich gewesen? Ja, ich sehe, ihr seid schon ready. Gut. Tipptopp. Also 45 Sekunden. Und wir machen uns bereit, gehen in Stützposition, in 3, 2, 1 und hoch, Liegestütz und den Vorderstab. Die Füße bewegen sich nicht, lediglich die Hand. Sehr gut, Schnaufen nicht vergessen. Genau, Bauch gut anspannen, Bauchnabel reinziehen. Jawohl, sehr gut. Tipptopp. Schön durchziehen. Wir haben noch 10 Sekunden. 10 Sekunden durchheben. Und noch 3, 2, 1 und lösen. Gut. Sehr strenge Übung. Was? Das ist eine von der strengsten heute. Next one. Wir bleiben auf dem Boden. Das Sonja gestern wieder machen. Sonja ist vielleicht gerade ein bisschen am Leiden. Die Arme. Also, nächste Übung. Wir sind auf dem Bauch. Beine sind in der Luft. Arme auch. Blick geht Richtung Boden. Wir den Arm strecken. Leicht Oberkörper lüpfen, kommen wieder tief und kommen mit dem Stock wieder tief. Strecken, aufziehen und wieder tief. Auch das 45 Sekunden. Jeden in seinem Tempo. Wichtig, dass ihr richtig Boden schaut. Und dann starten wir auch hier starten. In 3, 2, 1 und los. Also immer, wenn wir gestreckt sind, Oberkörper ein bisschen lüpfen und dann wieder absenken. Und immer gut schnaufen. Sehr gut. Jawohl. So weit aufziehen wie möglich.
Das sieht tipptopp aus. Da bleiben. Wir haben noch 10 Sekunden. Und die letzten 3, 2, 1 und lösen. Steffi ist schon erledigt. Nein, nächste Übung geht auch wieder ein bisschen auf die Pumpe. Also der Dreierblock ist einer der strengsten, würde ich jetzt sagen, heute. Wir machen High Knees. Stock ist schräg. Wir kommen vorne mit den Knien rauf. Im Wechsel. Sehr gut. Das machen wir auch wieder 45 Sekunden. Dürft euch ready machen. Wir starten in 3, 2, 1 und los. Oberkörper schön aufrichten. Sehr gut dranbleiben. Kommt auf die Knie. Jawohl. Die Arme sind gestreckt. Und der Stock so hoch, dass ihr ihn berühren könnt. Und wir haben noch die letzten 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Gut. Tipptopp, der erste Durchgang ist geschafft. Gut schnaufen. Geht es euch noch gut? So lala. Oder Selin, so lala. Anstrengend. Habt eine kleine Pause, bevor wir weitermachen. Also gut erholen. Gut schnaufen. Sodass ihr dann ready sind für den zweiten Durchgang. Gell, Steffi? Ja. 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 Genau, gut. Zweiter Durchgang. Fängt an mit dem Liegestütz. Parat machen. Wir gehen rauf. In 3, 2, 1 und go. Sehr gut dranbleiben. Gut schnaufen. Wir haben die letzten 10 Sekunden. Kommt. Sehr gut, Sonja. Sehr gut, Selin. Wir haben noch 3, 2, 1. Und ihr dürft lösen. Hinter. Eigentlich. Genau, Steffi hat gerade eine gute Frage gestellt. Wenn möglich, solltet ihr enge Liegestütze machen, eng am Körper. Schwierig. Genau. Wenn das nicht mögt, dann könnt ihr zuerst auch noch zu der Breite gehen. Wenn das auch nicht mögt, einfach nur noch Stützposition halten. So, wir haben genug Pause gehabt. Wir gehen wieder auf den Bauch und legen los. In 3, 2, 1 und go. Das Schnaufen während der Übung nicht vergessen, ganz wichtig. Genau, und die Beine sind immer in der Luft. Es sieht tipptopp aus. Denkt daran, Richtung Boden zu schauen. Wenn ihr die Arme streckt, Oberkörper leicht aufziehen. Dann haben wir es bald geschafft. Wir haben noch 3, 2, 1 und lösen. Das ist die chilligste. Steffi hat gesagt, das ist die chilligste Übung. Ja, ja. Wart nur. Gut, wieder High Knees. 45 Sekunden.
Wir starten in 3, 2, 1 und los. Hoch die Knie. Wenn ihr das nicht könnt, dann einfach im Wechsel Knie aufziehen. Ohne Sprünge. Ja, ihr dürft das Arm leicht anziehen. Also wir müssen nicht ganz gestreckt sein. Genau, durchbissen. Jawohl, sehr gut. Gut. Wir haben noch 3, 2, 1 und lösen. Gut. Wir haben einen Durchgang. Mögt ihr den noch? Ja. Gut. Etwas trinken noch. Schau ready. Anscheinend. Ich hoffe es für sie. Aber ich denke schon. Die zwei fitte Ladies. Gut, machen wir uns bereit für unseren letzten Durchgang. Wir gehen auf in 3, 2, 1 und hoch. Wie gesagt, wenn möglich, enge Liegestütze. Durchbissen. Dranbleiben, kommen wir haben noch 15 Sekunden. 15 Sekunden, schön tief. Jawohl, durchbissen. Sehr gut, kommen. Und wir haben die letzten 3, 2, 1. Und gut. Geschafft. Letztes Mal auf den Bauch. Auch hier. Die wir starten in 3, 2, 1 und los. Was ist noch ein Nein, noch zwei. Gut schnaufen. Und Arm schön aufziehen. Genau, wenn die Arme gestreckt sind, Oberkörper leicht heben. Sehr gut. Beine sind in der Luft. Und wir haben die letzten 3, 2, 1. Und wir lösen. Sehr gut. Gut, letztes Mal. Hi, Nies. 45 Sekunden. Starte in 3, 2, 1 und los. Die Aufzieher kommen hoch, so weit wie möglich. Nach 15 Sekunden, kommt hoch, so weit wie ihr könnt. Und wir haben noch 3, 2, 1 und gut. Puh, tipptopp. Sehr gut, die Hälfte haben wir schon geschafft. Von unserem Training. Und die nächste Hälfte schaffen wir auch noch. Für die nächste Übung darf ich den Stock wieder auf den Boden legen. Auf den Boden. Und dann machen wir folgende Übung für unsere Beinrückseite. Wir gehen tief. Hand sind in der Luft. Becken schieben wir so weit auf wie möglich. Wir gehen hinter den Stock. Becken bleibt oben. Kommen wir wieder zurück.
Und immer das Bein abwechseln. Yes. Das ist unsere erste Übung. Loco. Gut. Machen wir uns bereit. Wir gehen hoch in 3, 2, 1 und los. Probieren möglichst wenig mit dem Becken zu kippen. Bauch anspannen. Und das Becken bleibt immer in der Luft. So hoch von oben wie möglich. Dranbleiben. Becken schön oben behalten, so weit wie möglich. Ganz aufstoßen. Sehr gut. Jawohl. Gut. Wir haben noch 15 Sekunden. Gut schnaufen. Und dann sind es schon die letzten 3, 2, 1 und lösen. Gut. Nächste Übung. Fällt gerade auf, dass das gar nicht aufgeht. Nächste Übung. Wir tun unseren Kopf abstützen. Stock ist auch auf dem Boden. Unteres Bein ist in der Luft. Das obere auch. Ihr könnt einstützen. Dann tun wir das obere Bein immer noch ein bisschen abheben. Und das untere ist immer in der Luft. Wir starten. Bein kommt in die Luft. Wir gehen hoch in 3, 2, 1 und los. So weit, wie es für euch möglich ist. Schaut, dass das Becken schön gegen vorne zeigt, dass es nicht ausdreht. Das untere Bein ist immer noch in der Luft. Das tut den Stab nicht berühren. Wir haben noch die letzten 5, 4, 3, 2, 1. Und wir den Zeiten wechseln. Ja, das ist so am Anfang. Ist die Übung noch relativ locker. Mit der Zeit wird es aber ein bisschen streng. Andere Seite, wir gehen hoch in 3, 2, 1 und go. Gut schnaufen. Das untere Bein immer in der Luft halten. Wir haben noch 15 Sekunden. Und noch 3, 2, 1 und lösen. Sehr gut. Kurz vielleicht etwas trinken. Dann kommen wir zu unserer nächsten Herz-Kreislauf-Übung. Wir dürfen den Stock oben heben und dann in dem Wechsel mit dem Fuß probieren zu tippen. Nach 30 Sekunden könnt ihr oben die Hand wechseln und das Gleiche weitermachen. Gut, machen wir uns bereit. Starten in 3, 2, 1 und los. Noch 3, 2,
Eins, Seite wechseln. Und noch drei, zwei, eins. Und kurze Pause. Legen den Stock wieder an. Machen uns bereit. Zweiter Durchgang. Wir starten in drei, zwei, eins. Und los. Becken rauf. Und immer Fuß abwechseln. Wo zuerst über den Stab geht. Becki so weit aufschieben wie möglich. Sehr gut. Gut schnaufen. Und Becken wieder ein bisschen aufschieben. Und noch die letzten drei, zwei, eins. Und wir tun uns auf die Seite abdrehen. Einstützen, legen los. In drei, zwei, eins und go. Jeder in seinem Tempo. Untere Bein ist in der Luft, nicht vergessen. Wenn ihr es nicht mögt, in der Luft halten, dann dürft ihr das absetzen. Noch 10 Sekunden. Noch 3, 2, eins, Seite wechseln. Es wird am Schluss schön an verbrennen. Und wir machen uns bereit, auch hier gehen wir auf in 3, 2, 1 und go. Schön dranbleiben. Sehr gut. Unterbein ist in der Luft. Und das obere Bein kommt immer schön runter zum unteren Bein. Ganze Bewegungen machen. Und wir haben noch die letzten drei, zwei, eins. Und mit den lösen. Schön wieder aufstehen. Start auch hier wieder. In 3, 2, 1 und go. Probieren, den Stab leicht zu tippen, wenn möglich. Wir wechseln in 3, 2, 1. Und noch die letzten 3, 2, 1 und lösen. Letzter Durchgang. Kurz etwas trinken. Gut, ready machen. Wir starten in 3, 2, 1 und go.
Becken wieder ein bisschen aufschieben. Noch 15 Sekunden. Noch die letzten 3, 2, 1. Und lösen. Drei uns auf die Seite. Und den starten in 3, 2, 1. Und die letzten 45 Sekunden. Durchbissen. Beine, wenn möglich, gestreckt. Vor allem das obere. Durchbissen noch 15 Sekunden. Kommt! Und wir haben die letzten 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Seite wechseln. Und auch hier starten unsere letzten 45 Sekunden in 3, 2, 1 und go. Ja, ich finde die Seite einfacher. Kann gut sein, dass eine Seite ein bisschen besser geht. Ja, ja. Und du bist jetzt in der anderen. Wir haben noch 15 Sekunden durchbissen. Kommt. Es wird langsam brennen, aber wir mögen das. Noch die letzten 3, 2, 1 und lösen. Gut, auch hier 45 Sekunden. Wir starten in 3, 2, 1 und go. Schaut, dass euer Oberkörper schön aufrecht ist. Mit den Wechseln in 3, 2, 1. Und wir haben die letzten 3, 2, 1 und lösen. Pause, etwas trinken. Jetzt kommt unser letzter Block. Letzte 3 Übungen. Erste Übung, die wir zusammen machen, ist für unseren Bauch. Wir rudern rudern. Drei Griffe, Beine sind in der Luft. Wir ziehen strecken, zu uns ziehen, anziehen und Arm strecken. Ist gut. 45 Sekunden. Oberkörper probieren schön aufrecht zu behalten. Wir starten in 3, 2, 1 und let's go. Gut schnaufen. Jawohl, sehr gut. Brustbein wieder ein bisschen lüpfen. Ja, sehr gut. Tipptopp dranbleiben. 15 Sekunden. Und wir haben die letzten 3, 2,
Eins und lösen. Kurz durchschnaufen. Nächste Übung. Was wir haben, ist wieder ein bisschen koordinativ. Also gut zuschauen. Wir tun. Und bei Strecken. Schulterblätter sind abgehackt. Wir tun im Wechsel das linke Bein senken. Tief gehen. Kommen wir rauf, so weit wie möglich. Anders Bein absenken. Hoch, tief. Ist gut. 45 Sekunden. Wir starten mit Arm und Bein gestreckt. Und dann können wir mit dem rechten Bein absenken. In 3, 2, 1. Und go. Wir gehen tief, Arm strecken, kommen hoch. Schön weit aufziehen. Links Bein. Und auf. Sehr gut. Gut schnaufen. Bein, wenn möglich, strecken. Genau. Und wenn wir das Bein absenken, tun wir den Oberkörper auch absenken. Das passiert miteinander. Wir haben noch die letzten. 3, 2, 1. Und lösen. Gut. Nein, ich kann schon am Boden bleiben. Ich kann am Boden bleiben. Letzte Herz-Kreislauf-Übung. Ist eine von der strengsten, würde ich so sagen. Das Beste kommt zum Schluss. Ja? Ja, fast. Also, Stab ist am Boden. Wir gehen hinter den Stab. Stützposition. Dann tun wir im Wechsel den Fuß führen. Das können dann da langsam machen, wenn es nicht geht. Oder sonst rumpelt. Und probieren, den Stab zu berühren, plus minus. Gut. Also 45 Sekunden. Vollstück, Steffi. Hand genau vordran. Wir gehen hoch in 3, 2, 1. Hornkumpe im Wechsel. Sehr gut. Kumpe, wenn möglich. Genau, schön seitlich. Neben der Hand hinziehen. Der Fuß kommt bis zum Stab führen. Bis zum Stab. Und wir haben die letzten 3, 2, 1 und lösen. Gut. Für euch alles noch gut? Ja, streng. Gut. Also, nächste Durchlauf, rudern, starten. In 3, 2, 1 und los. Schön dranbleiben. Komm, Steffi. Weiter. Und ihr auch schön dranbleiben. Sehr gut. Musst du mal wieder ein bisschen lüpfen? Jawohl. Tipptopp. Noch 15 Sekunden. Kommt. Komm, Steffi. Das spannt dich an. Und noch 3, 2, 1 und lösen. Hörst du? Hörst du? Buh. Gut. Nächste Übung. Mach uns bereit. Rückenlage, ich zeige es nochmal kurz. Wir sind hoch. Schulterblatt ist abgehebt. Dann gehen wir mit dem einen Bein tief. Oberkörper geht auch tief. Dann kommen wir wieder rauf. Schulterblätter so weit wie möglich abheben. Und gehen wieder tief. Das 45 Sekunden.
Mach uns ready. Starte in 3, 2, 1 und go. Gut schnaufen. Jawohl. Schön im Wechsel. Und Schulterblätter schön abheben, wenn wir oben sind. Sehr gut. Dranbleiben kommen. Wir haben die letzten 5, 4, 3, 2, 1. Und los. Kurz etwas trinken. Dann haben wir wieder unsere Jumps. Und auch hier schauen. Wir können mit dem Fuß bis zum Stab annehmen. Wir können wieder zurück und die Seite wechseln. Gut. Wir starten in 3, 2, 1 und let's go. Schön dranbleiben. Sehr gut. Kommt. Jawohl. Das sieht tiptop aus. Gut. Dranbleiben. Wir haben noch 10 Sekunden. 10 Sekunden. Gumpen. Oder langsam. Und noch 3, 2, 1. Und los. Gut schnaufen. Etwas trinken vor unserem letzten Durchgang. Gut. Noch dreimal 45 Sekunden. Und dann haben wir es geschafft. Oh. Hört ihr mich noch? Ja. Okay, gut. Ich habe gerade aus Versehen immer drauf gedruckt. Gut. Wir starten. In 3, 2, 1, let's go. Denkt daran, das Brustbein wieder ein bisschen zu lüpfen. Und gut schnaufen. Ja, sehr gut. Jeder in seinem Tempo. Brustbein lüpfen. Oberkörper schön aufrecht. Wir haben noch 10 Sekunden. Das Schnaufen nicht vergessen. Und noch die letzten 3, 2, 1 und lösen. Gehen wir über zu unserer zweiten Buchübung. Wir starten in 3, 2, 1 und go. Schön dranbleiben. Gut schnaufen. Sehr gut. Und immer beim Arm. Arm und Bein strecken. Genau. Und wenn wir mit beiden Beinen oben sind, können wir mit dem Oberkörper so weit rauf wie möglich. Und wir haben noch 3, 2, 1. Und geschafft. Sehr gut. Jetzt haben wir noch einmal 45 Sekunden. Letztes Mal durchbeissen. Mögt ihr noch? Letzte 45 Sekunden. Yes. Nein. Ich sehe einen Daumen gegen runter. Das mögt ihr noch. Come on.
du die letzten 10 Sekunden abzählen und wir halten durch bis zum Schluss. Wir starten in 3, 2, 1 und los. Auch hier jeder in seinem Tempo. Sehr gut. Wenn nicht mehr kumpeln, dann im Wechsel. Jawohl, durchbeißen. Kommt. Das mögen wir noch. Kommt. Noch die letzten 15 Sekunden. Und noch 10, 9, 8, 7, 6. Kommt. 5, 4, 3, 2, 1. Und lösen. Gut, gut durchbissen. Tipptopp. Darf ich kurz etwas trinken? Den Stab könnt auf die Seite legen. Wir haben noch ein kurzes Cool Down. Legt auf den Boden, Arm und Bein strecken. Machen uns ganz lang. Und probieren tief ein- und auszuatmen. Gut, wir ziehen die Knie zur Brust, ziehen sie umschließen, bin in die Einrichtung kreisen. Und dann richtig wechseln. Das linke Bein ausstrecken, nehmen wir das rechte diagonal drüber und schauen zur rechten Hand. Probiert weiterhin tief ein- und auszuatmen. Dann lösen, Seite wechseln. Lösen, drei uns zurück in die Mitte, den Knie nochmal anziehen. Kommen mit Schwung auf und drei uns auf die Knie, die Hand vorne aufstellen. Gehen mit dem Kopf zwischendurch ab. Lösen. Schieben uns zurück auf die Füße. Lassen den Oberkörper hängen. Machen unsere Arme und den Kopf. Alles ist ganz schwer. Und dann gehen wir langsam Wirbel, von unten her aufrollen. Wenn wir oben sind, die Schultern gegen hinten kreisen. Holen einmal tief Luft. Mach uns ganz lang, dünnes Strecken, lösen, Ellbogen senken, Brustbein führen, schieben. Dünn lösen und ein tief Luft holen. Und dann beim Ausatmen vorne zusammen. Danke vielmals fürs Mitmachen, sind super gewesen.